Einen wunderschönen Abend, guten Morgen, was auch immer, welche Uhrzeit ihr auch immer wieder habt. Ich küsse eure Herzen, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen in unserem Kinosaal, Habibis. Ihr lasst es euch schmecken, wir ziehen uns jetzt Fitner Barello rein. Eure Beerdigung. Auf Fitner sind wir immer gespannt. Ich würde sagen, wir gehen sofort in die Sache rein und hören mal zu, was Barella so erzählt. Reaction auf Reaction. Let's go in the window. Also Yasser, wallah, ich weiß ganz genau, Ala was Yasser, du meinst Ala im Moment. Ala Yasser, Yasser, hör zu, Bruder. Bruder, tust du mir bitte einen Gefallen? Ich möchte, wallah, nicht... Ja, wir reden privat, wir reden privat, wir reden privat. Privat, privat, ja. Okay, Bruder. Guck mal, Yasser, ja, Rachtibla, ganz kurz, sag mir nur, ob das stimmt oder nicht, okay? Guck mal auf deinen Tipp. Holger, Leute, alles mal zwei. Leute, alles mal zwei. Los, Leute, los, alle zusammen, mal zwei, Leute, mal zwei, los. Ey, was redet ihr hier? Wallah, Billa, ja, ich will auch was wissen. Ich red, lass uns gleich, ich red mit Yasser gleich privat. Ich habe jetzt voller schlechte Gewissen, Wallah. Wallah, Yasser, ich sag dir eine Sache ganz kurz. Ich schwöre auf bei Allah, ich würde dich niemals verkaufen. Ich schwöre bei Allah. Also, ist am Lügen, Leute. Also, bei uns auf TikTok, wenn wir Wallah sagen, dann lügen wir. Wenn wir nicht Wallah sagen, dann sagen wir die Wahrheit. Niemals im Leben. Ich schwöre, er hat gerade sowas Wahres gesagt. Ohne Spaß. Wenn wir Wallah sagen, lügen wir. Krass. Na, mehr sage ich dazu nicht. Oder guck mal, ich will dir was erklären, ja? Verlorene ja, Welt. Ich will dir was erklären. Ihr müsst aber hinhören, ja? Okay. Ich bin seit knapp 4 Jahren im Gericht. Ja. Ich bin seit knapp 4 Jahren im Gericht. Die haben uns in der Presse hoch und runter, die haben Sachen behauptet, Wallah, Wallah, Bruder, seit 4 Jahren. Ich komme live. Es ist eine Last von meinem Rücken. Ich habe es so erleichtert. Letzte 4 Jahre, Habibi, nur Allah weiß, was in mein Herz ist. Und wie viel ich nachgedacht habe. Aber egal, Bruder, damit muss ich klarkommen. Dann komme ich hier rein. Dann komme ich hier rein. Arrogante, du schreibst mir. Hol mich rein. Ich hol dich rein. Ja, Bruder. Okay? Ich rede über die Sache. Dann kommt aus einem Nichts ein kleiner Junge, ja, ein kleiner Junge fängt an, warum kommt er hier rein? Weil er ein bisschen, weil er weiß nicht, wie er wieder Fame haben will, ja? Verstehst du, was ich meine? Aber der Typ in... Er meint mich, Leute, er meint mich. Er weiß nicht, wie er Fame haben will. Boah, diese Musik im Hintergrund, lieber Cutter, bitte lass das nächste Mal weg. Leute, der Typ streamt 24/7, bettelt. Also sich blamiert maximal bis zum geht nicht mehr. Ich mache einen Account von null. Erstelle ich einen Account, ich gehe live, ich habe 14k Zuschauer. Also da seht ihr Leute, 4 Personen, die durch meine Eier geworden sind. Tschüss. Weiter. Interessiert. Dieser Typ. Ich hab vor. Hör zu, dann hat er dich gefragt. Dich hat er gefragt im Live. Ich will das nicht wiederholen. Ja. Und dann immer, verstehst du? Sobald, Bruder, guck mal. Du musst eine Seite haben. Jeder muss eine Seite haben. Ich will nicht, ich sag dir nicht, du sollst zu mir halten. Aber halt zu der Wahrheit. Schaut zu dir, Alter. Oder unparteiisch sein. Nein, ich halt zu dir. Unparteiisch. Bruder, guck mal, ich bin auch so. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss man mir sagen, Yasser, das ist deine Schuld. Du hast, dann sage ich, Wallah, echt? Seht ihr das alle so? Also wenn das drei so sehen und ich vielleicht mich irre, Wallah. Lüge, Leute, Lüge. Ich schau auf alles. Er ist Narzisst, Leute. Egal mit wem er streitet, er denkt, immer der steht im Recht. Man könnte im Recht stehen. Er streitet sich mit jedem TikToker dort. Ne? Egal was passiert, der steht immer im Recht. Okay, Jungs, weißt du was? Dann habt ihr vielleicht recht. Dann habt ihr recht. Aber Bruder, der kommt, lacht mir ins Gesicht, der geht da raus, geht zu denen, der redet über mich, der redet. Ja, was ist passiert? Aber was erwartet er? Dass die Leute bei ihm bleiben oder was? Was erwartet er? Dass er. Der oder der Typ hier auf ihn halten oder was? Zu seiner Seite, natürlich, Junge, die wissen nicht, auf welche Chro die springen sollen und so. Die denken so, okay, Varellos Chro schmeckt gerade am besten mit 40k Zuschauer. Was erwartet er von einem Umut oder von einem Arrogante oder von einem Yusuf? Wallah, ich bin doch mit euch allen cool. Ich hab zu Barello gesagt, mischt mich nicht ein, er hat mich rausgeschmissen. Wow, was ein Ehrenmann. Aber mir schreibt er, also er schreibt mir auf Insta, misch dich nicht ein und so, und kommt die Line, misch dich nicht ein, dann schreibt er mir auf WhatsApp, Bruder, ich meine, dass du gut für dich und so, warum solltest du am Ende Ärger kriegen, dies und das? Aber ich wusste schon, weil wenn einer das Beste für dich will, dann ruft er dich privat an und schreibt dir das privat. Aber er hat das auf Insta runtergeschrieben,
Und dann auf WhatsApp so einen auf, ich meine das doch nicht böse, ich meine das nur gute. Aber ich wusste schon, er schreibt das auf Insta, damit er später zu Yasser sagen kann, ich habe so und so ihn geschrieben. Also ich bin nicht dumm. Ich hab schon gewusst, er schreibt das extra, weil wenn einer das Gute für euch will, ruft er dich an, bitte, sonst kriegst du Ärger, so und so. Ich wusste schon, er macht das extra, damit er später live sagen kann, ich hab so und so geschrieben und damit er Fakten hat. Guck mal, hier habe ich das geschrieben. Was habe ich gemacht? Ich habe ihn rausgeschmissen und ich habe ihn beleidigt. Warte, und ich habe zu Barello gesagt... Ich sage dir, dir will ich auch was sagen, ja? Ich habe aber nichts gemacht, hä? Bruder, guck mal, ich will dir was sagen. Lass ihn reden. Wallah, Arrogante, du hast mehr Scheiße gemacht. Ich muss dir meine Meinung ins Gesicht sagen. Es muss raus. Ja. Ich bin da, wo mehr Zuschauer sind. Du bist wie eine Schlucke, genau so bist du. Guck mal, er tut seinen auf erwähnen das, damit die Leute sagen, nein, Mann, der ist doch gar nicht. Wallah, gerade Schlafwandel von Anna. Hey, so witzig. Aber auch so süß. Nicht bist du so. Du bist mit Yasser jeden Tag am Matchen. Ich komme rein, dann schießt du gegen Yasser. Warum schießt du gegen Yasser? Also sei wenigstens loyal zu ihm und spring nicht da, wo die Zuschauer sind. Wie eine Schluck. Genau, danke. Wo Zuschauer sind, du spring. Guck mal, Bruder, ich will dir mal was sagen. Yasser ist auch selber so, aber bei Umut hat er recht. Bei Umut ist so. Er hat sich am Anfang gefreut, boah, Barello ist gesperrt, jetzt hab ich seine Zuschauer, ich matche dies und das. Er hat versucht, mich auszunutzen. Aber das geht nicht. Man kann mich nicht ausnutzen. Wenn ich zu jemandem Freund nenne, Freund. Okay. Ja? Wenn mein Freund einen Fehler gemacht hat. Guck mal, Leute, natürlich, man kann, tut mir leid, dass ich wieder unterbreche. Man kann natürlich sagen, die haben dich genug ausgenutzt, die haben Para gemacht. Ja, die haben Para gemacht. Aber ein Yasser besitzt über 20 Millionen Euro, Alter. Ob er 20 Millionen und 200.000 dazu hat oder 20 Millionen und 300.000 dazu hat, ändert sich nichts dran. Aber dafür hat er sich blamiert. Okay, vielleicht hat er mich ausgenutzt, aber redet mal mit jemandem über Yasser jetzt. Ich habe mit Leuten geredet, die was zu sagen haben. Jeder sagt, ey, der Typ ist Mascara. Versteht ihr, was ich meine? Oh, redet mal einer über arrogante Patte. Die Leute am Anfang hatten Angst, ey, das geht gar nicht. Die Leute sagen jetzt, das ist ein Mascara. Redet mal einer über einen MMA-Fighter. Keiner traut sich. Alle sagen, oh, chill doch mal. Vor ihnen haben wir Respekt, weil er macht Sport. Wer nimmt Umut ernst? Die haben mich natürlich ausgenutzt, die haben ein bisschen Geld gemacht. Aber dafür habe ich deren Gesicht gezeigt. Versteht ihr, was ich meine, Leute? Das war meine Intention, dass später, wenn Jahre vergehen, 2-3 Jahre, nicht die Leute sagen können, ah, du wurdest so ausgenutzt. Die haben Para durch dir gemacht. Guck mal, was ist jetzt mit dir? Nein, in 2-3 Jahren, die gehen durch die Stadt. Einer schreit aus Ecke. Ja, Sir, alles mal 5! Und die lachen ihn aus. Weil es ist so, Leute. Wäre die Zeit von früher. Weil Umut hat mir selber gesagt, in meiner Stadt, die Leute hatten Respekt vor mir, weil ich war der Kämpfer aus meiner Stadt. Und ich habe Gürtel. Und er geht jetzt raus, die Leute machen Maske auf ihn. Die werden nicht mehr ernst genommen in deren Stadt, Leute. Okay, bei mir, guck mal, ich dachte mir, ich hab nichts zu verlieren, keiner nimmt mich ernst und ich wurde nie mein Leben ernst genommen. Aber wenn du nichts zu verlieren hast, nimm einfach alle mit. Mach das, sage ich. Ich sag ihm das ins Gesicht, aber... Und das hat er gemacht. Ich sag ihm das so, dass er es kapiert. Ich mach ihn nicht fertig. Aber sobald ihr ein bisschen Zuschauer seht, verkauft ihr alles. Warum? Er hat recht. Ich schwöre auf alles hat recht. Ich komm einen Tag, ich hatte 40 Zuschauer, die sagen alle, Barello dies, ey Barello das, ey Barello das. Der hatte nur noch 60 Zuschauer. Jetzt, wenn er live geht, hat seine 700 Leute wieder. Wegen mir, aber er wurde komplett vergessen. Ja, Kann ich was sagen? Eine Sekunde. Aber sag mir nur, warum. Du hast mit deinen eigenen Augen gesehen, was ich für Barello alles getan habe. Du warst dabei. Natürlich. Was hat er für mich getan, bitte? Okay, weiter, wir gucken weiter. Ich will wissen, was er für mich getan hat. Wallah, ich will es wissen. Bei Allah, ich sage ja, danke. Und ich schaue auf alles, ich rufe ihn jetzt an. Wenn er irgendwas für mich gemacht hat. Einer wie du, ja, hätte ihn gesagt, weißt du, ganz ehrlich, halt doch dein Maul, Alter. Was er für dich getan hat, und jetzt redest du so, wie undankbar bist du. Aber so. Egal, Bruder, die Dankbarkeit, guck mal, ich mach das für Allah. Verstehst du alles, was ich zurück... Guck mal, er sagt, ich mach das für Allah. Was machst du für Allah? Indem wir uns beleidigen, indem wir Fitner machen, indem wir dies, indem wir das. Was hat Allah damit zu tun? Er macht das für Allah, dass er mir hilft. Bruder, es gibt so viele Menschen, die du auf dieser Welt helfen kannst, die das brauchen. Warum hilfst du einem Barello, den es gut geht? Der live geht da direkt 15.000 Zuschauer auf TikTok. Warum hilfst du mir? Bruder, ich brauch keine Hilfe. Ich kriege von Allah zurück. Ich will von den Menschen nichts. Ich will von Allah, wenn ich was Gutes mache, ich möchte, dass Allah mir das auf seine Art wieder zurück. Schau, Yasser, darf ich dir was sagen? Das ist das, was ihr nicht versteht. Schau, ich sag dir was.
Er war zum ersten Mal so da, wo du ein Statement gegeben hast auf TikTok mit 5, 6.000. Aber Bruder, zähl doch, warte. Zähl doch eins und eins zusammen. Er kommt genau da, wo ich Statement mache. Warum? Genau so, das ja. Hat... Guck mal, sehr gute Frage. Ich gehe genau da live. Mal gucken, ob er jetzt wirklich ehrlich ist. Weil ich habe gesagt, natürlich will jetzt jeder was vom Kuchen haben und deswegen kommt er live. Mal gucken, ob Barello das jetzt zugibt. Oder vielleicht sagt er was anderes. Geh genau da live, wo er Statement gibt. Weil er gegen Bushido redet. Und ich habe eine Sache gecheckt. Man, er hat nicht über Bushido geredet, sondern gegen seine Frau geredet. Und das geht nicht bei uns. Weil Leute, ich sage euch eine Sache. Ethisch irgendwas gemacht und so, ne? Der Yasser hat auch immer die ganze Zeit geredet, wo ich Sachen gemacht habe. Ich habe gesehen, er redet schlecht über Bushido. Ich bin gut mit Bushido. Warum sollte ich verkacken mit ihm? Er ist auch gut mit Leuten, wo ich schlecht mit ihm war. Er ist mit Leuten gut, wo ich ihm gesagt habe, ey, das sind meine Feinde. Er redet schlecht über Bushido. Dann lasse ich auch nicht zu, dass er schlecht über Bushido redet. Und wie viele Zuschauer hat er denn, bitte? Er hatte 4K Zuschauer. Was soll ich mit seinen 4K anfangen? Ich komme live, ich hatte Account von 0 Abonnenten. Ich komme live, ich hatte direkt 14k Zuschauer. Ich nehme das doch nicht ernst. Wenn ich will, morgen komme ich auf 30k. Die 4k gehören auch dir. Sowieso die 4k gehören auch mir, ne? Aber was soll ich mit seinen 4k anfangen, bitte? Ja, das stimmt. Darf ich auch mal reden? Verstehst du? Weil er Fame will. Aber Bruder, ja, er kann so reden, so viel er will. Weil er Fame will, sagt er. Junge, ich hab dir Fame gegeben. Du bist reingekommen. Am Anfang wolltest du ganz normal, ey, sympathisch, dies und das. Ich hab mich mit dir getroffen, 10, 20 Videos gedreht, alle Videos über 2, 3 Millionen Aufrufe, dich markiert. Du hast dir deine Abonnenten gemacht, deine Zuschauer. Haben wir um Fake Rolex und gespielt. Verlierer gibt den. Aspara gemacht, mit Big Matches. Meine Supporter hast du angeschrieben, privat. Alle sind dann gegen mich geworden, aber mit einem war ich gut, Leute. Mit einem von denen war Und genau so ist das. Leute, die neben dir kommen, die neben dir sind, werden bekannt. Du machst die Fame, Digga. Und danach heißt es irgendwann, wenn es soweit ist, ja, guck mal, er macht mir nach. Oder ich habe ihn Fame gemacht. Geschrieben hat und gegen mich geredet hat, bin ich so, weil ich kenne ihn persönlich. Dann hat er mir alles erzählt. Da dachte ich mir, boah, so hat er meine andere geklaut. Und Supporter klauen bedeutet, er spielt mit deinem Brot. Leute, bei uns auf TikTok ist so. Wenn einer Supporter klaut, der spielt mit deinem Brot, weil das sind keine Supporter. Ey, er schickt 100 Euro. Ach, ich scheiß auf diese. Das sind Supporter, die schicken über 60.000, 70.000 Euro in einem Monat. Was erwartet er? Er geht mit meinen Feinden live, er klaut meine Supporter, redet schlecht über... Jetzt hat er es kurz gesagt, ne? Er hat es kurz verraten. Es gibt Supporter, Leute, überlegt euch das mal, die auf TikTok solchen Leuten, ja, ich will sie jetzt nicht beleidigen oder kleinreden, auf keinen Fall, das nicht falsch verstehen. Ich meine, mit solchen Leuten, ich meine, sie sagen ja selbst, ey, guck mal, wir machen nur Fitness, wir beleidigen Leute, wir hetzen Leute aufeinander. Und dann gibt es Supporter, die 50.000, 60.000 Euro im Monat spenden. Barello, aber das würde ich nicht so laut sagen, ne? Wir leben in Deutschland. Hier sind die Steuern sehr, sehr teuer. Für mich? Und dass ich sage, ja, okay, mach weiter. Was habe ich davon? Nur er soll weitermachen und ich soll hier runtergehen, oder was? Nein, weiter. Oh, Yasser, diesen Menschen sehe ich nicht. Komm, ja. Yasser, lass mich mal was sagen. Guck mal, er hat so einen Hass gegen mich. Und ich mag ihn auch nicht. Ich habe ihn herausgefordert. Ich bin Fame geil, ich bin dies, ich bin das. Obwohl ich ihm Fame gegeben habe. Komm. 1 gegen 1, im Ring, sportlich, Walla mit Boxhandschuhe. Komm, da kannst du den Wut rauslassen und ist auch nicht strafbar. Er kommt sure. morgen, übermorgen, aber hey, dann auch. Weißt du, was ich nicht in Ordnung fand, Yasser? Ich sag dir ehrlich. Yasser, ich sag dir, was ich nicht in Ordnung fand. Dass Leute mit dir gut sind und dass ein anderer kommt, über dich redet und die darüber lachen. Yusuf, guck mal, ja. Du musst das verstehen. Guck mal, Leute, Yusuf wohnt nicht weit von denen, wohnt 20 Minuten von denen. Egal, was die zu ihm sagen, er muss nur Amin sagen. Er kann nichts anderes sagen. Weil sonst fährt er zu denen. Und er weiß schon, in Berlin kann er nirgendwo dann. Durch den ist er auch groß geworden. Also durch mir, ne? Ich habe ihn immer gepusht, aber ich weiß so, weil er aus Berlin war, aus Mitleidssache, weißt du? Ja, guck mal, ich muss was sagen. Arrogante, eine Sekunde. Ja, arrogante, richtig. Okay, rede. Ich will dir was sagen. Ich gehe live. Umut schreibt mir, ruft mich an. Ich gehe mit ihm live. Dabiami, du redest mit mir. Verstehst du? Was erwartest du von mir? Soll ich mit dir nie wieder live gehen? Bruder, ich bin nicht so wie euch. Ihr macht das, nächsten Tag ist alles gut.
Für mich ist das nicht so. Ja, ist auch so. Hä, genau bei denen ist es so. Genau bei denen ist es so. Wie oft hat der Streit mit Harun? Wie oft hat der Streit mit mir? Wie oft am nächsten Tag dann wieder gematcht? Genau der ist so. Er sagt genau das, was er ist. Der nennt Yasser auf jeden Fall einen Narzisst, der Barello. Ich bin nicht so wie euch. Genau das machst du. Er sagt überall so wie ihr, weil er kann kein Deutsch. So. Für mich ist das nicht so. Bruder, wer einen verkauft, verkauft ihn immer wieder. Bruder, ich weiß, wie ihr alle pickt. Wo hab ich aber versucht, warte, bei dir reinzugehen? Warte, Umut, ganz kurz. Ich weiß, wie er verkauft hat, auch wenn du über einen redest, der... Guck mal, wo er 4.000 hat oder 6.000, keine Ahnung, wie viel er sagt. Er hat nicht versucht, durch den Live zu gehen, weil er weiß, Yasser nimmt ihn nicht. Yasser nimmt nicht, während er viele Zuschauer hat. Yasser nimmt ihn, wenn er nur 700 Leute hat, 800 Leute, komm mit dir matchen, einfach dich ausnutzen, fertig, fertig, fertig. Aber was macht Umut? Er kommt bei mir bei 14.000 Zuschauer, damit er später bei ihm schleimen kann. Mit dir gerade gut ist, das ist verkaufen. Ja, ich weiß. Er hat recht, das ist verkaufen, da hat er recht. Wie ihr gerade tickt, ich nehme euch auf euer Gehirn. Verstehst? Ich nehme dich so, du bist zum Beispiel jetzt 25, 26. Super. Ich nehme dich als ein 17-Jähriger. So gehe ich auch mit dir um. So, wenn jetzt ich jetzt mit dir gut bin, einer kommt, redet und sagt, hey, willst du reden, rede woanders, aber rede nicht von mir. Hast du ein Problem mit ihm, klär das mit ihm. Aber rede nicht von mir. Ja, sein Bruder, jetzt. Guck mal, ich will auch was sagen, okay? Ich war mit dir live, 6 Matches haben wir gemacht oder so. Wir haben alles geredet und ich bin rausgegangen. Ich sage dir eins, Yasser, bei Allah, ich bin der loyalste Mensch auf dem... Er lügt. Und jeder kennt mich, ich scheiß auf Hype. Warte kurz, lass mich auch ausreden. Ich schwöre bei Allah, ich habe nicht ein Wort Barello über dich reden lassen. Wisst ihr, was Sache ist? Jeder sagt, ich scheiß auf Zuschauer, ich scheiß auf Hype, ich scheiß auf dies, ich scheiß auf das. Junge, ja, Chrus, dann geht auf WhatsApp, ruft euch an zu viert. Postet Story auf WhatsApp, wo nur euer Familie sieht. Ich sag euch immer wieder ganz ehrlich, jedem geht's um Klicks, jedem geht's um Hype. Jedem geht's um alles mitnehmen, Geld machen. Es ist einfach so. Uns geht's auch um Klicks, aber wir haben auch Spaß. Bei uns steckt Arbeit dahinter. Bei denen nur Scheiße labern. Die, wo nur ihr selber seht, ruft euch an. Ihr seid in Livestream, redet. Und sag, ich mach das nicht. Leute, ich bin auf Twitch auch nicht wegen Zuschauer, nicht wegen Geld, auch nicht wegen Fame. Warum reagiere ich das nicht? Ich kann jetzt meine Mutter anrufen und sagen, ey Mama, genau so ist das passiert, genau das, auf WhatsApp alles hier zeigen. Wir machen das so für die Zuschauer. Für wen machen wir das sonst? Ich scheiß auf Hype. Ja, dann ruf ihn an, du hast doch seine Nummer. Nicht ein Wort. Lass mich auch bitte zu Ende reden. Ich habe zu Barello gesagt, du bist eifersüchtig auf Yasser. Umut war auch da drinnen und der hat mich runtergekickt. Er lügt, er hat das nicht gesagt. Er hat mitgemacht bei mir. Ich mach dich, Barello, dies, das. Ich so, mach ein bisschen sauber, habe ich gesagt. Der Barello hat mich wieder hochgenommen. Guck mal, Bruder, ich mag Barello, ich mag aber auch dich. Ich liebe dich. Ich habe dich persönlich gesehen, du bist ja nicht ein korrekter Mensch, ein gottesfürchtiger Mensch und ein Mensch, der mir gute Ratschläge gegeben hat, okay? Und ich gehe immer mit dir live. Aber Bruder Abus Aynek, guck mal, sag mir nicht, du bist sauer auf mich, weil ich habe nichts Falsches gemacht. Ich habe weder über dich reden lassen, ich habe weder über dich Leute lustig machen lassen und ich habe zu Dudi gesagt, schäm dich, dass du wegen Zuschauer deinen eigenen Bruder, den du über 20 Jahre kennst, auslass. Lüge, er hat ihn das nicht gesagt und er kennt nicht ihn über 20 Jahren, weil du bist erst jetzt 30, Alter. Wie soll er ihn mit 10 Jahren... Wie unterscheidet sich Stoppe? Oh Mann, ich sag's euch, wie es ist, also... Den allen geht's da um Fame, allen. Da würde jeder jeden verkaufen für Geld, für Geschenke. Alles mal 5. Seit 20 Jahren, die tun so als... Voila, also erstens, Leute, er hat das nicht gesagt. Er war live, er hat die ganze Zeit gelacht, er hat unten geguckt und... Ja, und Dudi hat geredet, Dudi hat wenigstens mitgemacht, weil Dudi dachte sich so, es kann eh nichts passieren. Weil Yasser, vorhin hat er gesagt, wenn ich mich mit jemand streite, ich bin nicht wie euch, hat er gesagt. Also er ist genauso, deswegen hat Dudi sich so gedacht. Egal, ich beleidige ihn jetzt ein bisschen. Weil später wird er mit mir eh live gehen, weil er hat keine andere Wahl. Weil er ist so. Bei Allah, mehr habe ich nicht zu sagen. Über wen? Über mich? Ja, ich habe dir das Video noch geschickt. Um 6 Uhr morgens. Ich habe Fajr-Gebet gemacht. Ich habe dir geschrieben. Aber Bruder, du hast was ganz anderes gesagt. Alex, guck, hör dir das doch an. Bruder, ich habe das doch mit meinen eigenen Augen. Willst du mit meinen eigenen Augen? Bruder, ist doch egal. Hör dir das doch an. Ich habe was ganz anderes gesehen, Bruder Arrogante. Wallahi al-Azim, ich habe gesagt. Bruder, guck mal, ich bin nicht. Hör zu. Guck mal. Ich bin nicht sauer auf ihn. Der Typ, wallahi, er interessiert mich nicht. Ja? Wallahi, er interessiert mich null. Aber ich bin mit euch arrogant. Guck mal, du rufst mich an, ja?
Ja. Verstehst du? Du weißt, ich bin nicht arrogant. Wenn ich arrogant wäre, würde ich dir sagen, weißt du was, arrogant, ich habe keine Zeit für dich, Salam alaikum. Ja. Ich gehe mit dir, ich gehe mit Umut, ich gehe mit... Und wenn ich nicht mit euch gehe, sagt ihr, guck mal, Yasser ist eingebildet und Yasser ist so und jetzt... Aber so bin ich nicht. Was für eingebildet, Junge? Mit 600 Leuten kannst du nicht eingebildet sein. Also wenn du 20 Grad Zuschauer, da kann man sehen, ob du es bist oder nicht. So bin ich halt nicht. Guck mal, bist du auch nicht. Ich hab zu Barello gesagt, rede bitte nicht über Yasser und Yasser redet auch nicht über dich. Yasser hat noch nie in seinem Leben im Live beleidigt oder irgendwas Falsches gemacht, wo du die lacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe dieses... Ich habe auch nicht beleidigt, ich habe Bettler gesagt. Was daran Beleidigung? Entspricht doch der Wahrheit oder nicht? Das Lied gesungen, Yasser Abu Jaker, das mache ich aus Spaß, Bruder. Das machst du doch okay, auch. Okay, guck mal. Nein, das hat er nicht so gesagt, weil ich habe Arrogante gefragt, Leute. Ich habe Arrogante gefragt. Wir sind 4 Personen. 2 von uns sind Bettler. Wer sind das? Er hat gesagt, du, die. Ich habe gesagt, wer noch? Er so, ich bin nicht. Ich so, und wer noch? Dann hat er gesagt, Yasser Abu Jaker. Aber das weiß Yasser schon. Er hat das nicht aus Spaß gesagt. Er meinte, du, die und Yasser sind die zwei Bettler. Arrogante, guck mal, er soll reden. Ich will dir dich niemals verkaufen, Bruder. Wallah, billah. Bruder, du musst doch etwas, guck mal, wenn jemand was im Kopf hat, ja? Wenn jemand, die meisten, entweder tun sie so, als wenn sie nichts im Kopf haben, ja, die tun so, als wenn sie nichts im Kopf haben. Viele machen das, die springen einfach auf den Film mit, die wollen irgendwie cool werden. Bruder, seid doch einfach so, wie ihr seid. Ich bin doch mit dir gut. Wenn jetzt einer hier reinkommt, letztes Mal hat einer gesagt, lass mal eine Ansage über Arrogante machen. Sag, hey, lass das bitte. Willst du das machen? Mach das nicht hier. Ja, hab ich mitgekriegt. Wisst ihr warum, Leute? Wisst ihr warum? Wisst ihr warum Yasser Angst hat? Arrogante ist derjenige. Tyson träumt, hört ihr das? Tyson? Null. Der träumt. Der ihn von A bis Z immer beleidigt hat. Wer mit Bushido gut war. Aber Bushido hat Arrogante gekommen. Was macht Arrogante? Schießt jetzt die ganze Zeit gegen Bushido und ist mit dem gut. Und er weiß ganz genau, was Arrogante über Yasser sagt. Aber Yasser muss mitmachen, weil er hat Angst, dass Arrogante zu seinem Gegner wird. Und dann wird er 24-7. Ihn beleidigen. Und deswegen muss er gut mit den Arroganten sein. Muss Yasser gut mit Arroganten sein. Sonst wird er auch zu seinem Gegner und wird er gut mit Bushido und beleidigt die ganze Zeit Yasser. Deswegen denkt er sich so, egal, ich tue einen auf gut, weil der geht eh nicht so oft gleich. Ich tue so einen auf, ich verstehe. Verstehst du? Aber... Mach dich bereit, von dem kürzlich erschienenen... Ach, Mann, Alter. Ich frag mich eh, wo die Szene mit Rambo, Rambo ist. Die kommt, glaube ich, auch... Bruder, das ist Wallah al-Azim, yani. Verstehst du? Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich guck euch an, ihr guckt, lacht mir alle ins Gesicht, sagt, Alter, in welcher Welt lebe ich hier? Wallah, Bruder, ich weiß nicht, von wem du redest, aber von mir nicht. Ich hab dich noch nie verkauft. Ich will das auch niemals machen. Egal, ob Sache Match anmachen. Egal, ob ich mit dir live gehe oder nicht. Ich saß mit dir an einem Tisch, wir haben zusammen gegessen, ich hab dich kennengelernt. Du bist, wie gesagt, du bist für mich ein Bruder. Bruder, vor allem dein Bruder Arafat. Ich bin der Einzigste hier, glaube ich, von allen, der dich mach mal, Khalas, Thema, vergiss, das ist das. Nein, damit du das nur Bescheid weißt. Ich lasse niemanden über euch reden. Über euch gibt's auch nichts. Ich bin arrogant. Ich wollte das loswerden. Aber das wird die Allah, Bruder. Wenn er redet. Aber nicht kriegen, Wallah, Bruder. Ich bin kein Verräter, Bruder. Ich will dir was verraten. Niemals. Arrogante, ich will dir was verraten. Ich habe zu viel zu tun und zu viel im Kopf, dass ich jetzt meinen Kopf irgendwo anders lege. Arifet? Ja. Verstehst du? Ja, auf Supporter und Spender. Auf was sonst, Alter? Wallah, 24-7 live. Ja, nee, du musst dir mal vorstellen. Er kam hier rein. Du musst dir mal reinziehen, was für ein schwarzes Herz. Ja, Benzo. 4 Jahre, er hat nicht mal gesagt, Jalla, Glückwunsch. Ja, Bruder, ich hab mal Alek gesagt, Bruder. Er ist einversichtlich von mir. Ja, Michalina, er hat nicht mal Aleikum Salam. Er hat nicht mal Aleikum Salam gesagt, aber der Typ interessiert mich nicht. Guck mal, was er sagt, Leute. Ja, ich bin der Erste, der Arafat angerufen hat und ich habe gesagt, Glückwunsch zu Freispruch, dies und das. Wir haben geredet, aber warum sollte ich das denn anrufen? Weil er mich verkauft hat? Weil er mit Leuten live gegangen ist, wo ich nicht mag? Oder weil er meine Supporter angeschrieben hat und schlecht über mich geredet hat? Wegen was sollte ich ihn anrufen? Du wolltest sogar nach Berlin. Ja, ich wollte sogar nach Berlin. Das ist ja das Ding. Ich habe dich angerufen. Ich habe gesagt, ich gehe nach Berlin.
ich gratuliere dies und das, das ist ja das Ding, aber ich habe mit Yasser nichts zu tun, wenn ich dahin gehe, dann gehe ich für Arafat. Aber nach dem Stream bekomme ich wieder Anruf, weil es trotzdem der Bruder, ich habe mit dem nichts zu tun. Ich bin mit dir live, Arroganz, mit was? Dir bin ich hier. Ja, Bruder, ja. Wisst ihr, was das Ding ist? Wir haben uns eigentlich, das, ja, gestern kam das Video online, wir machen das jetzt ab und zu so, dass wir uns mehr Barello anhören, ja? Er weiß warum, er weiß warum. Wallah nein. Wie Wallah nein? Also lügt er wieder, weil er hat Wallah gesagt. Junge, weil du auf Chiru zu Chiru springst. Ganz einfach, Junge, natürlich. Wie, du weißt nicht? Natürlich, du bist mit denen gut, du bist mit mir live gekommen. Und hast schlecht über Yasser geredet. Aber trotzdem, zu Schutz für seine Sicherheit, hat dein Chat bei Instagram gut geschrieben. So, hör auf damit, misch dich nicht ein und so, damit er Screenshot machen kann. Aber WhatsApp schreibt er mir so, ey, Barello dies, ruft mich an, Barello so. Ich weiß schon, wo du hinaus willst. Ich bin nicht dumm. Allahu Alam. Und hier keiner soll jetzt nicht verschreiben. Ich war der Erste. Und dann kommt doch jemand. Das zu, ja. Das schärfst du noch. Wisst ihr, was Sache ist? Wallah, der ist MMA-Fighter und er macht Boxen seit Jahren. Denkt ihr, ein Yasser würde mit einem anderen MMA-Fighter so reden? Nein, würde er nicht. Weil ihn keiner ernst mehr nimmt, den Umut. Keiner nimmt ihn mehr ernst. Wenn man mit einem anderen MMA-Fighter geht, ne, die sogar Maskara sind, die auf TikTok betten und so, ne? Ich will seinen Namen nicht erwähnen. Ihr wisst schon, wen ich meine vielleicht, wenn ihr live verfolgt habt. Die haben nie mit den anderen so geredet. Warum reden die mit um und so? Weil keiner nimmt den ernst. Keiner nimmt den ernst. Guck mal. Wie sollen die ihn ernst nehmen? Von welcher Ecke kommt Barella? Die hören mir eh nicht zu. Ist mir scheißegal, wer sauer auf mich ist jetzt. Dieser Barella hat jeden hier beleidigt. Danke. Ich habe ihn genommen. Ich habe ihn zu ein bisschen Menschen gemacht. Nein. Du hast nicht Barella, natürlich. Barella war so einer, er hat jeden beleidigt und so, sein Content war so. Und durch Yasser sympathisch geworden. Aber durch Yasser kann man nicht sympathisch werden, aber angeblich sympathisch geworden. Aber wisst ihr warum? Weil Yasser war nicht mehr mit mir gut. Mit Nino und so konnte er auch nicht mehr live gehen, weil der war nicht gut mit denen, wegen mir früher. Danach ist er gut mit denen geworden. Er hat Barella gebrockt zum Matchen, weil Harun hat ihn beleidigt. Mit mir war nicht gut, mit Umut auch nicht gut beleidigt. Er hat nur noch Barella und Holländer gehabt. Und jetzt mit Barella und Holländer auch Streit gehabt. Und jetzt verdreht er die Sachen so einer auf. Ich habe ihn zum Mensch gemacht. Ich habe. Guck jetzt weiter. Aber, Bruder, diese Welt musst du verstehen. Wallah al-Azim. Deswegen, Bruder, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe. Bei Yasser, okay. Yasser, dich stört das. Ich gehe nicht mehr mit Barella live. Bei Allah. Ha. Nie wieder. Bruder, ich will dich nicht. Guck mal. Ich glaube, die Szene habe ich auf Insta gesehen. Er ruft jetzt arrogante Pater an. Gelogen. Hat er gelogen. Guck mal jetzt. Boah, das ist so diese typisch ausgelutschte Spannungsmusik auf YouTube, Alter. Yo, was geht, arrogante King? Alles gut? Oh, kommst du heute zu mir? Okay, wollen wir dann live ein bisschen gehen und so, ein bisschen Mascara machen? Okay. Also hat er gelogen, weil er hat Wallah gesagt, ne? Nur damit ihr wisst. Bruder, du bist ein Erwachsener. Ich geh nicht mehr mit dir live. Arrogante, du bist ein erwachsener Mann. Nein, geh ich nicht. Also vergiss nicht, er will zu mir kommen, plus mit mir live gehen. Merkt euch diese Sache, weil er hat Wallah gesagt. Bruder, geh ich nicht mehr. Ich will dir doch nicht sagen, mit wem du live gehst oder nicht, Bruder, das musst du doch wissen. Ja, Bruder, du bist doch, du sagst doch zu mir, du bist mit mir, dann verkaufst du dich für Barello. Ja, also ich habe einen TikToker gesehen, den seinen Namen ich nicht erwähnen werde, mit meinen Augen, dass er auf seinen toten Vater, auf seine toten Eltern schwört und lügt. Also da war ich im Schock. Ich sag den Namen erstmal nicht. Darf ich auch mal was sagen? Ich brauch niemanden hier, Bruder. Wallah. Ich brauch niemanden, Bruder. Wallah, billah. Arrogante, lass mich mal ausreden, Bruder, bitte. Ich küsse dein Herz. Schau. Du warst live, ne, mit 5.000, 6.000 Zuschauern mit Arrogante, ne? Ja. Und ich hab dir nebenbei so zugeguckt, so, was du redest und so. Und dann hab ich gesehen, Barello ist live auf Instagram. Und dann hab ich ihn mit zwei... Ja, du wusstest nicht, auf welche Chiru, weil nur noch 90 Zuschauer auf TikTok, kommst auf mein Insta, weil ich hatte über Tausende und auf Insta über 1000 ist gut. Ist gut, weil von 90 Zuschauer auf 1000 ist gut. Und er hat mitbekommen, dass ich auf TikTok live gehen will.
Den habe ich eine Anfrage geschickt. Ich wollte einfach so habe ich Anfrage geschickt. Ich dachte eh nicht, dass er mich annimmt. Er hat mich angenommen, dann bin ich in diesem Instagram-Livestream gelandet. Dann habe ich gesagt, Barolo, warum mischst du dich überhaupt deinen Scheiß so drauf, Bruder? Du kriegst einfach Probleme unnötig. Guck mal. Schau, warte. Weißt du, was er dann zu mir gesagt hat? Umut, du bist mir zu famegeil. Dann hat er mich rausgeschmissen, weil ich... Oh nein, der Arme. Wallah, guck mal, wie korrekt. Wirklich, er hat das geschrieben. Damit er sagt, nein, ich glaub dir das nicht. Und danach hat er Screenshot gemacht. Er hat safe extra geschrieben auf Chat, damit er Screenshots hat. Guck mal, ich hab das geschrieben. Aber auf WhatsApp ruft er mich an, er sagt, Bruder, ist besser für dich und so. Vertrau mir, dies und das. Denkst du, ich mag ihn, ich tu selber so nur mitspielen und so. Ich mach nur mein Para, wie du mir gesagt hast. Mach einfach dein Para, dann scheiß einfach drauf. Weil ich hab ihm gesagt, mach einfach dein Para und fertig. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat das in Chat geschrieben, damit er später zeigen kann. Guck mal, ich hab sogar hier, falls er was fragt. Aber der fragt ihn eh nicht, zeig mal. Glaub ich nicht. Weil ich zu dir gehalten habe an dem Moment. Aber jetzt erklär mir, warum... Ich will wissen, ob du was im Kopf hast oder nicht. Warum hat er das alles gemacht? Bruder, normal, er will halt auf... im Vordergrund stehen. So, er will halt hochkommen, ist doch normal, Bruder. Aber guck mal, er sagt, er will hochkommen. Hä? Aber wie kann man durch einen hochkommen, der 90 Zuschauer auf TikTok hat? Wie kann ich hochkommen durch einen, der 90 Zuschauer hat? Das verstehe ich nicht. Wie soll ich hochkommen durch einen... Also ich würde euch auf jeden Fall... raten, diesen Typen eben, das, was die als Meme benutzt haben, dieser Typ, hä? Der hat einen YouTuber, hat er schon mal angeklagt, um 10.000 Euro, Digga. Nur wegen diesem Meme. Der 90 Zuschauer hat. Also, wenn ich 14.000 hab, was ist der Unterschied? 14.000 und 90 Zuschauer oder 14.000 und ohne diese 90 Zuschauer? Dafür kennen wir ja Barello. Guck mal. Ich bin der letzte Mensch auf diesem Planeten. Und jeder kennt mich. Und Yusuf kennt mich auch. Yusuf hat mich 15 Mal am Tag angerufen. Ich habe ihm immer gesagt, was er machen soll. Weil er war früher auch ein bisschen durchgedreht. Jeder macht Fehler, kein Problem. Heute ist er anders, kein Problem. Walla, er hat mit mir so oft geredet, dass ich nicht mehr beleidigt. Verstehst du? Ich schwöre dir, frag mal Yusuf. Ich habe gesagt, hör auf mit Beleidigung. Mütter soll man nicht beleidigen. Er hat früher... Guck mal, sogar einer schreibt dir, Walla Barello hat euch alle gemacht auf der App. Und das stimmt. Walla, es kann keiner mehr sagen, einer ist auf TikTok gekommen und ist selber groß geworden. Ich hab die alle geholt. Ich hab die alle groß gemacht. Wer würde Yusuf kennen? Woher würde er diese Spende bekommen? Woher würde man Umut kennen? Obwohl ich den Fame gegeben hab, die sind wieder runtergegangen ohne mich. Er hatte nun... Also Barello labert nicht oft. Doch, also... Wenn es um sowas geht... sagt er manchmal schon sinnvolle Sachen. Also, er sagt die Wahrheit, ne? Und deswegen ist er ja Barello. Dem ist das scheißegal, Digga. 70 Zuschauer, 90 Zuschauer. Ich gehe live, er hat wieder 700, 800. Weil meine Leute gehen dann zu denen. Die denken so, egal. Einer soll unterhalten. Aber das geht wieder runter, weil die können nicht unterhalten. Die sind tot. Er hat Fehler gemacht. Jetzt macht er das nicht mehr. Warum? Weil ich mit ihm normal geredet habe. Barella genauso. Du genauso. Alles, was ich euch gebe, ist Gutes. Alles, was ich von den meisten hier kriege, ist Schlechtes. Schau, Yasser, ich weiß ganz genau jetzt. Warte, Schlechtes. Und jetzt frage ich mich. Warte. Das bedeutet, halt deine Fresse und red nicht mehr. Und dann bleib weiter so. Junge, du bist 29 Jahre alt, Junge. Bist MMA-Fight, Alter. Wäre ein anderer MMA-Fighter, würde nicht so bleiben, Junge. Chill doch, zeig mal, dass du Eier hast, Junge, Wallah. Warum? Ciao. Ab jetzt weiß ich, ich halte mich überhaupt nicht. Ich mische mich nicht mal einmal ein bei eures Angelegenheiten. Weil das Ding ist... Bruder, du verstehst nicht, es gibt keine Angelegenheit. Ich weiß. Der Typ ist nur Fame-geil. Ich bin Fame-geil, aber ich hab dir doch Fame gegeben. Ohne mich wärst du ein Nix und bist immer noch nix. Ohne Bushido und ohne mich wärst du nichts. Durch Bushido lebst du da, wo du lebst. Und durch mir hast du was zu fressen jetzt. Durch zwei Personen hast du was zu fressen. Alle hier drinnen an den Kommentaren, Wallah, Yasser hat recht. Wenn Barello über Yasser schlecht redet, bei Allah, dann hat Yasser recht, auf mich sauer zu sein. Ich schwör auf meine Mutter. Lügt er wieder, weil er hat geschworen. Wo war Barello? Barello hat Kontendeckel gelegt. Ich hab ihn hochgemacht auf TikTok. Ich schwöre bei Allah, ich hab ihn hochgemacht. Hallo. Er hat auf Allah geschworen, dass er mich hochgemacht hat. Also lügt er wieder. Ihr habt ja gesehen. Ich hab angerufen. Das ist doch egal, wer wo. Aber einer nach dem anderen, sonst verstehe ich gar nichts. Aber Yasser, ich sag dir ganz ehrlich, ich liebe Barello. Wallah, ich mag ihn. FFM, Salam Alaikum. Ich mag ihn, Wallah, ich liebe ihn. Du weißt auch nicht, auf welche Chirro du tanzt. Und nein, Wallah. Ja, der lacht, weil das weiß er selber nicht.
und sag zu dem, weil das er bekommt immer zu hören von mir. Das kriegt er immer, wenn ich ihn anrufe. Ich sage immer, du weißt nicht, von welcher Chru. Ich hasse ihn, ich liebe ihn. Aber, wenn, aber ich gebe Yasser recht, Bruder. Ich gebe Yasser recht. Wenn Yasser zu mir sagst, Mahmoud, geh mit Barello live, ich geh mit dir live. Aber wenn du sagst, ich bin jeden Tag mit dir live und der beleidigt und Barello macht sich über Yasser lustig, dann hat der Yasser recht. Ich schwör auf meine Mutter. Arrogante. Wallahi, er kann sich nicht 1% über mich lustig machen. Er hat versucht zumindest. Guck doch mal, ich will dir eins, was die meisten nicht verstehen. Einer, der alles durchgemacht hat, der Sachen gemacht hat, die man im Traum nicht macht, ja, will sich über mich lustig. Die Leute verstehen, was hier. Bruder, die Sachen, die ich gemacht habe, hast du genau so gemacht. Was habe ich eine Sache gemacht, die du nicht gemacht hast auf TikTok? Gleiche Scheiße haben wir gemacht. Aber nur der Unterschied ist, ich wurde nie ernst genommen und du hattest schon einen Namen. Und diesen Namen hast du auch blamiert. Die Sache ist, ist kein Problem. Ja, ja. Ist kein Problem. Aber das ist Eib. Ich bin mit euch live, ich lache mit euch, ihr sagt mir Habibi, ihr lacht in mein Gesicht. Und dann gucke ich, sage ich, Wallah, Allahu Akbar, was ist das für eine Welt? Nein, ich finde das einfach nur dreist. Was hast du bei mir Falsches gesehen, was ich über dich geredet habe im Stream? Was hast du bei mir über mich Falsches geredet? Ja, okay, du bist voll Ehre, Mann. Ja, Wallah, Umut, wirklich? Hast du das wirklich geschrieben bei Barello? Haha, wirklich? Junge, ich bin mir sicher, nach diesem Video wird es sehr viel Beef geben. Krass, oder was? Aber der Barello schafft es jetzt durch Twitch, Streamen hin und her, schafft es weiter Fitness zu machen. Yasser ist wie ein Kuh. Er frisst Gras, er weiß nichts von dieser Welt. Junge, Yasser weiß ganz genau, wie du tickst. Guck mal, was Arafat alles für ihn macht. Guck mal, da muss ich auch zugeben. Arafat hat so viel, Yasser und Arafat haben dem Barello so viel geholfen. Ich schwöre bei Allah, wie kein anderer. Arafat hat mich jeden Tag angerufen, zu mir gesagt, Abus Aida. Leute, jeder eine Rose. Warte. Yasser und Arafat oder du? Weil du hast mich hochgemacht, die beiden haben mir geholfen. Der hat mir letztens gesagt, er hat mich geschützt. Jetzt gucken, was er mir gesagt hat. Vielleicht wird er sagen, ich habe dir gespendet. Mit Fake-Accounts. Beleidige Barello nicht. Und dann, Bro, anstatt du deine Probleme zu machen, versuch mal die Sache zu klären, ja. Guck mal, das ist Loyalität, Bruder. Das ist Straße, was Yasser sagt. Das ist die Wahrheit, Bruder. Wenn ich mit Yasser heute live bin, okay? Ich gehe aus dir live raus und der. Anstatt wir die Sache klären, er gibt denen Pablo, salam alaikum, Pablo. Der macht Masse. Guck mal, da kommt ein Spender, während die unterhalten, da kommt ein Spender rein, der grüßt die ganze Zeit den Spender. So, also, spende mir. Reich, Junge. Er kommt rein vielleicht, beim Hochwischen so. Vielleicht wischt er einfach und kommt aus Versehen in deinen Stream. Die gucken einfach, er ist Level 35. Er ist Level 35, der erwähnt direkt. Oh, hi. Was für ein Junge, nur weil er Level 35 ist, Junge, und viel gespendet hat auf TikTok oder was? Du kennst diese Person gar nicht. Und ich bin dabei, dann hat Yasser recht. So. Okay? Dann okay, Yasser recht. Hat recht. Yasser, Arafat sind die guten besten Tamam. Wenn Yasser zu mir sagt, ich lass mir von keinem was sagen, aber sobald ich mit Yasser. Innerlich denkt er so, Anik alle. Weil ich weiß, wie Umut tickt und ich telefoniere mit ihm immer. Live bin und Yasser sagt zu mir, mich stört das, wenn du. Leute, wir sind im Turnier. Aber wenn wir brauchen sagt, von Neuschenken dir eine Rose nur. Nur eine Rose, das reicht, um einen Platz weiterzukommen. Das ist Loyalität. Nur eine Rose. Warte doch, schickt ihn erstmal eine Rose, weil da ist Booster. Und dann redet weiter. Du gehst mit dir live jeden Tag. Habibi Yasser, ich liebe dich, Bruder, dies, das. Dann kommt ein Barello vom Nix nach Monaten und versucht gegen Yasser zu schießen und ich bin da mittendrin. Da hat Yasser recht, Bruder. Arrogante, guck mal, ich wollte das. Arrogante. Bruder, ich weiß, ich kenne dich. Du Wallah, Bruder, Wallah, ich weiß, aber du liebst es auch so zu. Soll ich euch mal ehrlich sein? Alles widersprüchlich. Alle widersprüchlichen Personen, Digga. Alle. Reden und zu sticheln. Ich verstehe, wie du bist, deswegen. Er versucht trotzdem bei Arrogante korrekt zu bleiben, weil wenn Arrogante anfängt, gegen den zu reden, dann 24-7. Deswegen traut er sich nichts zu ihm zu sagen. Trotzdem versucht er so zu sticheln und so, aber wäre ein Harun, er würde von A bis Z runter machen. Guck mal, Bruder, gehört das dazu, schau ein bisschen. Ja, guck mal, auf eine gewisse Art, auf eine gewisse Grenze mag ich das auch. Ich liebe Spaß, du weißt das, Arrogante. Ja. Aber irgendwo muss man auch Grenzen setzen, da reicht. Eib. Okay, Yasser, ich habe eine Frage an dich, damit das für mein Gewissen gut ist. Solange er nicht ein Wort über dich sagt, ist es okay für dich, wenn ich mit Barello live gehe? Bruder,
Bruder, ich frag dich, Bruder, weil das wäre ja nicht loyal. Ich will die Antwort, ich will die Antwort. Verdammt. Bruder, ich... Sein auf den, es juckt ihn, was er sagt. Ich küsse deine Augen, du bist ein erwachsener Mann. Wenn jetzt, hör zu, wenn jetzt einer bei mir reinkommt, ja, der hat sich mit dir gestritten. Wenn er versucht, über dich zu reden, sage ich ihm, hey, rede nicht bei ihm. Okay, okay. Aber das hat mit Loyalität zu tun, Leute. Deswegen sage ich das. Ja, okay. Okay, wo ich früher über Manuelsen geredet habe, über den anderen, über den anderen, über den anderen. Warum hat er nie gesagt, hör auf damit? Und jetzt auf einmal ist er neutral. Ich sage, hör auf damit. Hör auf damit. Der Klambo sagt, hör auf damit. Guck seine Hand. Wenn du das nicht gesehen hast, was soll ich machen? Ich hab das zu ihm gesagt. Der manipuliert nicht, wallah, billah, er hat recht. Bruder, guck mal, ich will dir mal was sagen, Umut. Ich will dir sagen, wie du bist, okay? So, jetzt fängt er wieder an. Ich will dir sagen, wie du dich... Jetzt fängt er wieder an. Ja, Junge, du hast ein Kuro und zwei Eier. Hey, ich find das so geil, Leute. Das muss den ganzen Tag so weitergehen. Das soll gar nicht aufhören. Was willst du von mir? Wenn du zulässt, dass du mit 29 runtergemacht wirst, obwohl du ein MMA-Fighter bist, an liegt dein MMA, diese Karriere, was du gemacht hast. Natürlich redet er so. Warum redet er nicht so mit anderen MMA-Fightern, die reinkommen ins Stream? Die selber nicht gut sind. Die genauso wie du kämpfen. Bitte beleidige nicht. Bitte beleidige nicht. Bitte beleidige nicht. Ey, bitte. Ey, bitte, Daddy, beleidige nicht. Junge, wie redest du, Junge? Wallah. Aber nur für dieses heute Lachen und dieses mit Kopf, das ist... Bruder, guck mal, Wallah. Ich, Umut, Wallah, ich sag dir. Was soll ich dir noch sagen? Was soll ich dir noch sagen? Du weißt ganz genau, was ich... Ja, willst du mich verarschen? Ich war der Erste, der ihm gesagt hat, er soll sich nicht einmischen, er macht unnötig... Ja, genau, du Chiro. Deswegen hast du das auch gesagt, damit du das immer wiederholen kannst. Damit er irgendwann sagt, wirklich hast du das gesagt? Dann zeig. Weil er hat extra Screenshot gemacht, deswegen hat er das geschrieben, habe ich öfter erwähnt. Aber erst er sagt, dass es trotzdem nicht zeigt. Weil er weiß schon, wie du tickst, auch wenn du das geschrieben hast. Selber Problem ist... Wallah, ja Ammi, ja Habibi, ja Habibi. Ja, dieser Typ, guck mal, ich will dir was sagen, dieser Typ ist ein famegeiles Kind. Das ist ein Kind. Verstehst du? Er tut so, er will so tun, als wäre er ein Mann. Bruder, guck dir mal an, wie der aussieht. Der sieht aus wie Harald Glöckler. Boah, Barello, Digga. Er sagt zu mir, hey, ich sehe aus wie Harald Glückler. Okay, aber dann kämpf gegen diese Harald Glückler. Kämpf gegen ihn. Ich bin kein Mann. Aber du bist auch kein Mann. Ich sag nicht, ich bin ein Mann. Wir sind beide keine Männer. Wie kann man zu sich selbst sagen, ich bin kein Mann, Digga? Das ist schon eine traurige Welt, Leute. Kommt mal ein bisschen zu euch. Dann lass kämpfen. Ich fordere dich heraus. Harald Glückler gegen Mafia Klamboss von ganz Deutschland. Alles mal 5, alles mal 5, alles mal 5, Leute. Mit Klamotten duschen. Bei Kopf in Toilette mitmachen. Aber Bestrafung nicht machen. Genau so! Denkst du, wenn ich sowas ernst nehmen würde, würde es ganz anders aussehen. Den Typen nehme ich nicht ernst. Bruder, der Typ hat deinen Namen runtergemacht. Leute hatten Respekt, wenn die dich gesehen haben. Oh mein Gott, das ist der von... Bruder, wenn die Leute dich sehen, die scheinen von Ecke. Um alles mal 5, ja Chiro. Ja Nidges. Ja Wussig, schreien die von Ecke. Ich hab gesehen, ich war doch mit dir, Junge. Ich hab alles gesehen. Du wirst nicht mehr ernst genommen wegen mir. Du nimmst mich nicht ernst, aber wegen mir wirst du nicht mehr ernst genommen. Ey Leute, jeder eine Rose. Schick den anderen Klamboss eine Rose, bitte, ja? Schick den anderen Klamboss eine Rose, bitte. Verstehst du? Den nehme ich einfach nicht ernst. Und guck noch mal, Umut, noch was. Ich weiß, er schreibt... Den anderen Mann aus Berlin. Eine Rose. Die wollen eine Rose. Die vielleicht gerade. Ich weiß. Nein, tut nicht. Aber guck mal. Wallahi, sag ich. Ich bin der Letzte, der gönnt. Jeder von euch soll... Wallahi, das recht. Er ist der Letzte, der gönnt. Wallahi, einmal hast du wie ein Mann geredet, Junge. Uli, dein Bart hat gesprochen. Ich bin der Letzte, der gönnt. Gut hat er das gesagt. Einmal vom ganzen Stream, was er da redet, einmal hat er recht. Wallah, da hat er recht. 50 Millionen machen. Bruder, ich will dir was am... Ja, das ist ja das Ding. Wir sollen Millionen machen, du gönnst nicht. Ende lebst du dein Leben. Was hab ich denn von deinem Leben? Das glaube ich nicht, Miko. Das glaube ich nicht, dass Yasser das zulässt. Yasser, weißt du, was viele nicht checken, Yasser?
Manche denken, wenn man die meisten Zuschauer hat, hat man den meisten Support. Voilà, die Leute. Kann es sein, dass du dumm bist oder so? What? Über was redet der Junge? Was? Bruder, wer hat über Supporter geredet? Und wer hat gesagt, das bedeutet so und so? Was? Was wird die. Über was reden wir gerade? Leute, du weißt doch, deswegen gehen die dahin, wo Fitna ist. Oder kein Plan, was worum geschossen wird, weil dort viele Zuschauer sind. Aber wallah, das stimmt nicht, Bruder. Du kannst 20 Leute haben oder kein. Bruder, was habt ihr ihm gegeben in Berlin, Alter? Was hat er gezogen? Über was redet ihr? Ey, bei ihm bin ich verwirrt. Da kann ich nichts reagieren. Was habt ihr ihm gegeben? Kein Plan, was, aber Leute, die wie eine Eins zu dir stehen, Bruder, und du nimmst jeden auseinander. Bruder, wer redet da bei ihm? Ah, okay, ich hab's gecheckt. Ich glaube, da war ein Supporter von ihm drin. Und der muss ein bisschen tiefer so, damit die spenden. Okay, vielleicht ist einer beigetreten und da stand schon, ist beigetreten, deswegen redet er so. Okay, jetzt macht ein bisschen Sinn. Frage, wenn ich hier... Natürlich, weil... Warte, Bruder. Ich hab drei Monate kein TikTok gemacht. Umut. Bruder, warte mal. Ich habe seit 3 Monaten kein TikTok gemacht, ich habe nichts verdient. Ja, weil du keinen Hype mehr hattest, keine Zuschauer. Du bist live gegangen, nur noch 90 Zuschauer. Barello, komm mal wieder. Barello, komm mit 40k Zuschauer, schenk dir ein bisschen so, hast deine 800 Leute jetzt. Bettel mal ein bisschen, mach dein Ding. Mich hat nie gejuckt, was der Typ macht. Ich hoffe, alles hatte einen Kampf sogar heute. Heute hatte der einen Kampf. Wer hat für ihn einen Sponsor geklärt? Keiner. Ich habe ihm gesagt, hier, du Bettlerjunge, ich klär dir sogar Sponsor. Hab was zu fressen. Wer hat den Kampf geklärt? Ich habe ihn sogar Kampf geklärt. Ich habe ihn connected. Ich habe nichts verdient, ja, nämlich mich. Und interessiert dieser Support nicht. Eine Woche. Aber das ist euer Problem. Bruder, ich will dir was erzählen. Das ist euer Problem. Ihr denkt nur, verdient. Bruder, dieses ja. Junge, an was denkst du, Junge, du Bettler? An was denkst du, Junge? 24-7, gehst mit Klamotten duschen mit 42 Jahre alt, Alter. Das ganze Wasser weggeht, so, weißt du, diese... Beweg dich, zitter einmal, mach diese Zitteranfall. Nein, kannst du alleine machen, diese Zitteranfall. Schäm dich! Hast deinen Namen runtergemacht, an was denkst du bitte? Du, ja, denk nur an Verdienen, Junge, an was denkst du denn? Bleibst du ehrenamtlich dort oder was? Jeden Tag neuer Account, Junge. Ein Mann, der 42 Jahre ist, geht einmal, nicht mal, aber geht einmal, wird gesperrt, sagt eine, scheiß mal drauf. Wird zweimal gesperrt, scheiß mal drauf. Dreimal, scheiß mal. Oder du machst jeden Tag neuer Account, nur um alles wegzunehmen, was du nehmen kannst. Es ist wirklich hart, ne? Und jetzt will ich auf jeden Fall die Szene, wo Rambo reinkommt, Digga. Und dann denke ich, reicht es dann. Er sagt, hörst du mich zu? Junge, bleibt am Handy. Er schreibt seinen Supporter, komm, spende mir. Ich hab gleich Big Match mit Rambo. Was juckt dich, was du laberst, Junge? Ich bin zu Fanbell, da hat er mich rausgeschmissen, weil ich zu dir gehalten habe. Auf TikTok war ich mit ihm live, weil Bruder, der ist auch ein Bruder, Freund von mir. Ich geh mit ihm immer live hier. Du bist mit mir kein Bruder, kein Freund, nichts. Nichts. Ich weiß nicht, wo du diese Bruderschaft siehst, wenn du mich meinst. Okay. Aber ich hab nichts Falsches über dich gesagt. Umu. Du weißt doch, wir haben uns den Streit geklärt, ich bin froh darüber. Guck mal, Leute, das sind Männer 2024. Wegen Chai. Ich kann Chai machen. Darf ich kurz was sagen, nur bevor... Das Ding ist, Rambo nimmt keinen von denen ernst. Ich habe mit Rambo privat geredet. Der denkt sich so, labert einfach Scheiße, ich mach mein Ding hier. Du Hermas, eine ja. Sache. Ich ja. bin mit jedem gut. Ja. Ich misch mich in eure Angelegenheit nicht mehr. Aber Arrogante, was ist für dich? Guck mal, Arrogante, weißt du, was mich... All gut, Bruder. Ich sag dir, was mich an dir nervt, ja? Ja, erzähl mal. Was. Wenn jemand über dich redet, du bist nächsten Tag mit ihm live. Als wäre nichts. Wie? Was? Das Gleiche machst du, oh Junge, bevor ich nach Berlin fahre jetzt. Das Gleiche machst du auch. Hattest du einen Streit mit Umut? Von A bis Z habt ihr euch beleidigt. Du bist immer noch mit denen live. Mafia Clan Boss. Wer hat immer mich gegrillt? Wenn du mit jemandem streitest hier, du bist ein, zwei Tage später, bist du live, als wäre nichts passiert. Aber wer, nimm mir, okay, du hast was gesagt. Wer denn zum Beispiel? Bruder, guck mal, ich sage dir das ins Gesicht. Ich lüge dich nicht an. Ja, wenn ich dir das nicht sage, wäre ich ein Lügner. Aber nimm mir einen Namen. Bruder, ich will keine Bücher ja, aufmachen. Aber, Habibi, aber du machst doch so. Du bist ja, doch. Ich sage dir, Arrogante, guck mal, was ich dir damit erklären will. Ich will dich nicht angreifen gerade. Nein, aber. Bruder, du musst. Meint ihr, das reicht oder wollen wir noch ein bisschen weitermachen? Das
wird jetzt interessant, oder? Also ist interessant. Umso länger, umso besser für euch. Prinzipien haben, Prinzipien. Das haben die meisten Leute nicht. Die Leute denken, yalla, wir machen ja, unsere komm, Show, jeder macht seine Show. Geht's. Aber ich bin nicht, ich gehöre nicht zu dieser Show. Genau zu den Leuten gehörst du, sogar noch schlimmer. Du hast diese Show erfunden. Natürlich gehörst du zu denen. Natürlich. Ich habe meine Prinzipien, ich mache Spaß, aber irgendwo hat mein Spaß auch Grenzen. Was ich sage, alles okay, ich will dich auch mal was fragen, Yasser. Redest du gerade von dir selber? Jeder, der mir folgt, steht Name. Du redest gerade von dir selber. Guck mal. Oha, der gibt ihn. Gucken, was jetzt passiert. Gucken, was jetzt passiert. Dass er sich traut, krass. Was denn? Du hast dich gestern mit Yusuf gestritten, gerade was mit dir live. Richtig, mit Rambo hat er sich auch gestritten und wieder live. Mit und so wieder live. Mit mir so und wieder live. Gestern, vorgestern, wo ich live war mit 40 Grad Zuschauer. Ist trotzdem gekommen. Genau das Gleiche. Du widersprichst dich, Bruder. Warum? Ich erklär dir. Ja, erklär mir, Bruder. Nee, warte. Der hat immer eine Erklärung. Er hat immer eine Erklärung. Egal, was passiert. Bruder, du hast mir geschrieben. Okay? Ja. Ich hab dir gesagt, ich komme in 10 Minuten zu dir. Richtig. Guck mal, wie ich mich verhalte. Okay? Ich habe dir Anfrage geschickt. Du warst mit Yusuf, ich bin plötzlich reingegangen. Ja. Nachi? Ja. Bruder, was ist denn Männlichkeit anstatt? Ich bin gekommen, hab gesagt, erstmal Salam alaikum. Richtig. Nein, das zweite Wort, Yasser folgt mir, du hast ihm gefolgt. Warte, ja, das ist, weißt du warum? Weißt du warum? Ja. Weil ich will das hier nicht im Live. Ey, guck mal, Männer machen das im Privaten. Aber ich sag. Ja. Wallah, ihr habt mit Männlichkeit nichts zu tun. Macht einfach da, wo ihr seid. Bettelt weiter, weil die Rosen laufen gut. Yusuf, aber Bruder, bevor du doch über mich sprichst. Lass mich doch mal ganz gut ausreden. Allah khalik. Fadal. Er ist zu mir gekommen. Wallah. Wallah, bishad alam. Er ist zu mir gekommen. Er hat sich bei mir entschuldigt. Ich habe ihm gesagt, tamam. Tamam. Er hat sich aufrichtig entschuldigt. Wallahi. Er hat sich bei mir aufrichtig entschuldigt. Was für aufrichtig entschuldigt? Der macht immer das Gleiche und dann wieder Entschuldigung. Er beleidigt ihn dann wieder Entschuldigung. Er beleidigt ihn dann wieder Entschuldigung. Was für aufrichtig oder nicht aufrichtig? Seit 2-3 Jahren macht er das aufrichtig. Habe gesagt, tamam. Ich war mit ihm nicht live. Plötzlich war er live. Habibi, ich bin nicht so einer, der sofort wieder rausgeht. Er hat nichts Falsches gesagt. Warum bist du dann bei Barello rausgegangen? Weil er mit ihm nichts zu tun hat. Warum bist du bei Barello dann rausgegangen und hast gesagt, Heuchler bist rausgegangen? Weil ich mit ihm nichts zu tun haben will. Ja, aber mit Yusuf hast du... Warum hat er dann angenommen, wenn er mit mir nichts zu tun haben will? Oder hat? Warum hat er dann angenommen? Verstehst du, warum er angenommen hat? Wenn er gesehen hat, Barello ist da. Aus welchem Grund? Weil er Zuschauer will? Klar. Wegen was sonst? Vorausstreit gehabt. Aber Bruder, du legst doch jetzt nicht... Gleiche. Das ist doch das Gleiche, Bruder. Bruder, warte. Ist nicht das Gleiche. Doch, Wallah Billah, wenn einer mich beleidigt, Bruder, ich geh nicht mit dir live, Bruder. Aber wer hat mich denn beleidigt? Weiß ich nicht. Der Yusuf hat doch gestern über dich geredet. Der hat mich doch beleidigt. Nein, aber ihr habt doch schon gestritten. Aber du redest gerade vor Zuschauern, vor 1000 Zuschauern über mich. Wer hat mich beleidigt und ich bin mit dir live gegangen? Wer? Sag mir, wer? Bruder, sag mir ein Name, wer, Bruder? Lass mich dir ausreden. Aber ich sage nicht, Fuchs, was Bruder, ich sage nicht, dass du über Eltern beleidigst. Keiner hat Eltern beleidigt. Du musst Ja, Bruder, du sagst, ich bin heute mit dir stechen, heute was wieder ich dir, nein, was ich dir mitgeben will, Habibi, arrogant. Ja, ja. Du musst deine Grenzen und Prinzipien kennen. Verstehst du? Aber das musst du selber kennen. Wie kannst du ihm sagen, du musst das und das kennen, wenn du selber nicht kennst? Versteh ich nicht. Alles, was ich dir erklären wollte, Wallahi, ist das. Okay, alles ich gut. Mache, hey, warte. Ich muss erst mal... Rambo. Warte, Yasser, du weißt alles. Yasser, warte kurz. Ja, warte. Was ist passiert? Guckst du, wir sind alles ein Bruder. Was ist passiert? Ich mache jetzt gleich, hey. Ich mache, hey, Bruder, du weißt. Bruder. Seit der Geburt, ich mache noch, hey. Okay, ich sag, soll ich dir sagen? Ja, Bruder. Richtig, aber sagen. Bruder, es ist alles Khair, es ist kein Nix. Alles gut. Nein, ich mach Khair. Warum? Du guckst gerade mal. Aber ich finde den arroganten guten Mann. Warum du jetzt gerade du mit arroganter machst? Du arroganter. Alles gut. Ja, er versucht Fitner zu machen jetzt. Er versucht auf meine Schiene Fitner zu machen. Leider, warum gehst du auf ihn? Rambo, alles gut. Ente, arroganter, am Tifam, schon am Biamal, hu ist salik, wie Julik. Nicht Julik, Julik. Ich habe ihm gesagt, Arrogante, verstehst du, was Rambo gerade versucht zu machen? Ja, was ich mache, Herr. Ich bin seit der Geburt Herr machen, meine Liebe, seit der Geburt. Ich habe ihn, meine Liebe, noch nie Fitner gemacht. Frag meine Team. Okay. Frag meine Team. Immer deine Team. Ich mache nur Herr, Bruder. Wir sind Bruder.
Wann was gibt's so kleine Sache? Ich mache jetzt eine kleine Sache fertig. Einfach fertig. Ich weiß, viele Leute gibt's, die machen Fitna. Aber wir sind nicht so, wir sind alle Bruder, Bruder. Verstehst du? Die Bruder muss immer Rambo, Bruder sein. Rambo, Rambo. Ja. Tu mir bitte einen Gefallen, zieh mal deine Hose an. Und sei ruhig. Hallas, Leute, reicht doch, ja, alles hier. Gut. Leute, reicht mit dieser Reaktion, ich reagiere nicht mehr. Das reicht. Ich kann nicht weitermachen, Leute, wallah. Gar keinen Bock mehr. Ich habe meinen Sachen gesagt, was zu sagen ist. Und es ist wichtig, Leute, dass ihr meinen Kanal abonniert. Und, okay. Also, genug Fitner. Wir gucken, was jetzt die Tage noch so passiert kommt. Ich halte euch auf jeden Fall am Laufenden. Ich küsse eure Herzen. Seid gespannt. Ich konzentriere mich nämlich jetzt auf das Fasching-Video. Ist nämlich anders krank geworden. Ich werde mich jetzt hinsetzen, das Ganze in Ruhe cutten. Weil ich werde locker einen Tag lang dran sitzen. Weil es ist mega geworden. Und deswegen muss es auch mega geschnitten werden. Ne? Wenn nur alles so leicht wäre wie diese Reaction-Videos. Also, Habibis, ich küsse eure Herzen. Vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns im nächsten Video.